Hallo, es ist Samstagnachmittag. Ich glaube, es ist etwa 3:30 und ich habe für den restlichen Tag nichts mehr vor. Ich habe alles erledigt, was wichtig und dringend war. Ich treffe heute auch niemanden mehr und das bedeutet, dass ich ziemlich viel Zeit zum Lesen haben sollte. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich begleiten. Ich werde zwischendrin natürlich immer wieder mal kurz meine Eindrücke mitteilen über das Buch, das ich gerade lese. Spoilerfrei, selbstverständlich. Und ja, dann können wir es uns gemeinsam gemütlich machen. Ich fange auch gleich ein neues Buch an, denn ich habe heute, also vorhin schon, zwei Bücher beendet. Und zwar zum einen Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny. Dieses Buch fand ich gut. Auf jeden Fall gefiel es mir sehr viel besser als Stan Nadolnys Das Glück des Zauberers, hieß es, glaube ich. Ich hatte das vor einiger Zeit als Hörbuch gehört. Das war nicht ganz meins, aber dieses Buch fand ich gut. Und außerdem habe ich heute auch noch beendet 100 Augen von Samantha Schweblin. Das fand ich richtig, richtig gut. Aber darum soll es ja an dieser Stelle jetzt erstmal nicht gehen. Über diese Bücher spreche ich ja dann spätestens im Lesemonat. Das Buch, das ich jetzt anfangen möchte zu lesen, ist Herr Kato spielt Familie von Milena Michiko-Fleischer. Es hat knapp über 160 Seiten, ist also nicht allzu lang. Vielleicht schaffe ich es auch, es heute zu beenden. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Herr Kato ist ein Mann im Ruhestand. Mal gucken, was er so mit seiner vielen Freizeit anfängt. Und das werde ich jetzt anfangen zu lesen und natürlich vorher noch den Schutzumschlag abnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich nehme die Schutzumschläge immer ab, wenn ich die Bücher lese. Wie sieht's aus? Sieht auch ganz nett aus. Los geht's. Es ist einige Zeit vergangen. Draußen ist es mittlerweile auch schon stockenduster. Deswegen sitze ich jetzt hier, damit ich ein bisschen mehr Licht bekomme. Ich bin jetzt auf Seite 59 von Herr Kato spielt Familie. Es scheint so, als hätte Herr Kato einige Schwierigkeiten mit seinem Ruhestand. Es beginnt schon damit, dass er etwas enttäuscht ist, als die Ärzte ihm absolute Gesundheit attestieren. Er hätte sich schon gewünscht, vielleicht das ein oder andere Problemchen, gesundheitliche Problemchen zu haben. Es wirkt generell auch so, als hätte er das dringende Bedürfnis, umsorgt zu werden. Gleichzeitig aber auch das dringende Bedürfnis, gebraucht zu werden. Mit seiner Frau allerdings streitet er sich nur noch. Auf jeden Fall macht er auf dem Heimweg einen Umweg über einen Friedhof, wo er seinem Frust dann auch freien Lauf lässt. Das sieht eine junge Frau, kommentiert es auch und so kommen die zwei dann ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass diese Frau Schauspielerin ist. Allerdings keine Theaterschauspielerin, auch keine Filmschauspielerin, sondern eine Schauspielerin für den privaten Bereich sozusagen. Unter ganz bestimmten Bedingungen kann man sie als Schauspielerin engagieren und sie schlüpft dann meistens in die Rolle eines Familienmitglieds, einer Schwester oder einer Enkelin, was auch immer gerade gebraucht ist, für verschiedene Gelegenheiten, Hochzeiten oder so beispielsweise, aber auch ohne bestimmten Anlass. Also beispielsweise erzählt sie, dass sie für eine ältere Dame die Enkelin gespielt hat, an einem Tag einfach nur, weil die alte Dame eine junge Enkelin sich gegenüber sitzen haben wollte und so Geschichten. Also es ist schon ein bisschen skurril und absurd, aber ich finde die Idee eigentlich, aus der kann man noch sehr viel machen. Ich bin gespannt, was passiert, denn nach dieser Begegnung sind wir ihr bisher noch nicht wieder begegnet. Sie hat Herrn Kato aber ihre Visitenkarte gegeben, weil sie ihm auch gleich einen Job in dieser Agentur angeboten hat. Sie ist der Meinung, dass er da sehr gut reinpasst. Gefällt mir auf jeden Fall bisher ganz gut. Es liest sich auch sehr angenehm und ich bin gespannt, was noch alles passieren wird. Der Titel lässt ja schon darauf schließen, dass Herr Kato bei dieser Familienspielgeschichte mit einsteigt. Denn ich bin sehr neugierig, was ihm da alles widerfährt und was da noch alles geschehen wird. Und das sehe ich gleich. Ich habe nämlich jetzt ordentlich Hunger. Ich habe vorhin mit einer Freundin telefoniert, etwa eine Stunde, und sie erzählte auch ein bisschen übers Essen. Und das hat meinen Appetit auch nur gesteigert. Ich habe auch nur gefrühstückt bisher heute. Ich frühstücke etwas spät. Es wird also Zeit. Ich sehe zu, dass ich etwas esse und dann lese ich weiter und werde später noch einmal berichten.
So, ich habe jetzt ein gutes Stück weitergelesen und wollte nochmal berichten. Wie vermutet, hat Herr Kato sich natürlich bei der Frau vom Friedhof gemeldet und ist auf das Angebot eingegangen. Er hatte auch schon zwei Aufträge. Zuerst hat er einen Oper gespielt und jetzt nun wurde er engagiert, um den Ehemann einer verheirateten Frau zu spielen. Wir erfahren natürlich auch mehr über die Familien, also die Auftraggeber, und auch über die Gründe, weshalb sie ihn engagieren. Und das finde ich wirklich sehr spannend, denn es steckt bisher immer noch mehr dahinter als das Offensichtliche, das, was man schon vermutet. Und ja, bisher gefällt es mir sehr gut. Es ist Sonntag. Ich habe gestern leider nicht mehr allzu viel gefilmt. Ich war recht abgelenkt, weil ich, wie vermutlich so gut wie die ganze Welt, mit Spannung die Nachrichten verfolgt habe. Es ging ja um die Wahlen in den USA. Ich habe, gestern Abend dieses Buch fast fertig gelesen. Ich hatte nur noch 5 oder 10 Seiten bis zum Ende, war dann aber zu müde. Die habe ich dann heute Morgen aber gelesen. Das heißt, ich habe das Buch beendet und ich kann sagen, es gefällt mir ganz gut. Ich werde natürlich sehr viel ausführlicher über dieses Buch im Lesemonat sprechen. Deswegen in Kürze so viel dazu. Für mich geht es in diesem Buch hauptsächlich um Familienverhältnisse, aber auch zwischenmenschliche Verhältnisse allgemein. Das, was man sich wünscht, was man sich erträumt und dann natürlich die Realität. Und es geht hier ebenfalls auch um die Geschichten, die man sich selbst und auch anderen über sein eigenes Leben erzählt, aus diversen Gründen. Aber wie gesagt, etwas mehr dazu dann im Lesemonat. Ich bin jetzt am Überlegen, was ich als nächstes lesen soll, weil mir heute Morgen vor dem Joggen, aber auch während des Joggens und auch nach dem Joggen so kalt war, hatte ich Lust auf ein etwas winterliches Buch. Und dann habe ich überlegt, ob ich eventuell Die Zeit, die es dauert, von Hanne Oersterwijk lesen soll. Aber das spielt, glaube ich, so um die Weihnachtszeit herum. Ich weiß nicht, ob das nicht noch ein bisschen zu früh ist. Aber es interessiert mich schon sehr. Und ich habe hier auch noch Fräulein Smillers Gespür für Schnee von Peter Hoeg. Wurde mir mehrfach empfohlen. Ich hatte es irgendwann auch mal angefangen zu lesen. Ja, hier sind Markierungen drin. Das wäre noch eine Option, aber mittlerweile, blauer Himmel, Sonne scheint, ich weiß nicht, ob ich wirklich etwas Winterliches lesen möchte. Ich habe mich jetzt für No und Ich von Delphine de Vigan entschieden. Das ist ihr Debütroman. Ich mag die Bücher, die ich bisher von Delphine de Vigan gelesen habe, unglaublich gerne. Da das hier aber der Debütroman ist und ich schon von 1, 2 Zuschauern gelesen hatte in den Kommentaren, dass sie dieses Buch nicht ganz so stark fanden wie ihre anderen Bücher, gehe ich mit nicht allzu hohen Erwartungen ran und hoffe, dass es mir trotzdem gefällt. Es geht hier um eine hochbegabte Außenseiterin, glaube ich, die einen Obdachlosen oder eine Obdachlose kennenlernt und mal gucken, was dann passiert. Das werde ich also gleich anfangen zu lesen. Zwischendrin mache ich natürlich auch noch etwas anderes und damit es vielleicht auch nicht allzu eintönig wird, gibt es hier und da vielleicht auch noch mal ein paar andere Impressionen. Ich treffe mich auf jeden Fall später mit einer Freundin. Wir wollten ein bisschen draußen spazieren gehen und eigentlich wollte ich heute auch noch eine Lampe im Flur anbringen. Wir gucken einfach mal, was der Tag so bringt.
habe ein bisschen gelesen, ich habe ein paar Dinge erledigt, die ich heute unbedingt noch erledigen wollte. Das meiste ist abgehakt, ich habe gekocht, ich habe gegessen und jetzt endlich kann ich weiterlesen. Ich habe weniger gelesen bisher, als ich eigentlich wollte, aber macht nichts. Ich bin jetzt auf Seite 55 von No und Ich und wie von Delphine Vigon gewohnt, liest sich auch dieses Buch sehr, sehr flüssig und angenehm. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich hatte am Anfang schon gesagt, dass es sich um eine hochbegabte Außenseiterin handelt, die eine Obdachlose kennenlernt. Das Mädchen heißt Lou, ist 13 Jahre alt. Sie ist extrem schüchtern, sehr, sehr introvertiert, so zumindest bisher mein Eindruck. Sie hat kaum Selbstbewusstsein, verschiedene Ängste und dadurch, dass sie eben sehr intelligent ist, ist sie auch sehr reif für ihr Alter, was es ihr natürlich auch nicht leichter macht, soziale Kontakte aufzubauen. Wir erfahren allerdings auch am Anfang schon, dass ihre Mutter depressiv ist. Auch ihrem Vater geht es nicht ganz so gut. Es ist etwas passiert in der Familie und man bekommt natürlich den Eindruck, dass diese ganze Situation sich auch auf Lous Wesen auswirkt. Lou soll nun in der Schule, wie alle ihre Klassenkameraden auch, ein Referat halten. Lou hat allerdings richtige Panik davor, vor der gesamten Klasse einen Vortrag zu halten. Ihr Thema ist auf jeden Fall die Obdachlosigkeit in Frankreich, speziell die ansteigende Zahl junger Frauen, die obdachlos werden. Sie hat angekündigt, ein Interview zu führen für ihre Recherchen, hat sich aber noch gar nicht darum gekümmert. Also sie hat es einfach so in den Raum geworfen. Und dann ergibt es sich eher zufällig eigentlich, dass sie No kennenlernt und die zwei kommen in ein Gespräch. Eigentlich fragt No sie nur, ob sie eine Zigarette für sie hätte und Lou sieht ihre Chance gekommen, in Kontakt mit einer Obdachlosen zu treten für ihr Schulprojekt. Was ich total süß finde, ist, dass Lou mit No über Dinge spricht, über die sie sonst mit niemandem spricht. Also sie ist sowieso, wie gesagt, kein sehr redseliger Mensch, sondern sehr in sich zurückgezogen. Aber bei No poltert alles aus ihr heraus. Also zumindest das eine Mal jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das noch so weitergehen wird. Und das liegt sicherlich nicht nur daran, dass sie versucht, Vertrauen zu ihr aufzubauen, einen Kontakt herzustellen für das Referat. Da ist sicherlich noch mehr dahinter. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall mal gucken, ob sich so eine Art Freundschaft zwischen den beiden entwickelt oder ob das dann hinterher doch in eine ganz andere Richtung geht. Mal gucken. Ich lese jetzt mal weiter und dann melde ich mich später nochmal. So, ich habe noch ein gutes Stück weitergelesen und darüber auch fast die Zeit aus den Augen verloren. Ich muss mich jetzt langsam auf den Weg machen. Ich treffe eine Freundin und wir gehen ein bisschen draußen spazieren, frische Luft schnappen, was mir bestimmt gut tut, denn ich werde gerade sehr, sehr müde. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich nehme euch natürlich ein bisschen mit, so wie auch diese drei Bücher, die ich meiner Freundin mitbringen wollte. Ich bin wieder zurück. Es ist mittlerweile wieder total dunkel draußen, obwohl es gerade mal 5:45 oder so ist. Deswegen sitze ich wieder hier und die Belichtung ist sehr schlecht. Es tut mir leid, aber tatsächlich kriege ich demnächst Studiolichter. Ich habe den Kampf aufgegeben. Das heißt, sehr bald, hoffentlich, wird die Belichtung besser als das hier. Ich bin immer noch ein bisschen müde. Ich weiß gar nicht, woran es heute liegt. Das ändert aber nichts daran, dass ich immer noch Lust zu lesen habe. Dafür bin ich doch wach genug. Und ich werde auch gleich mit No und Ich weitermachen. Ich bin ja normalerweise ein Parallelleser. Ich lese meistens zwei, manchmal drei Bücher zur gleichen Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nach ein paar Seiten vielleicht auch zur Abwechslung noch zu einem weiteren Buch greife. Aber das gucken wir dann einfach mal. Ich lese jetzt erstmal weiter diese Aufkleber. Ich weiß nicht, macht ihr das auch? Ich
mag meine Bücher lieber ohne Aufkleber. Ich habe mittlerweile etwas mehr als die Hälfte gelesen, falls man das erkennen kann. Über den Inhalt möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht mehr allzu viel verraten. Deswegen sage ich nur, dass nach dem Referat No und Lou sich aus den Augen verlieren. Aber Lou hat die Obdachlose mittlerweile unfassbar sehr ins Herz geschlossen und möchte sie sehr gerne wiederfinden. Der Titel lässt natürlich darauf schließen, dass sie sich früher oder später wiedersehen werden. Aber wie gesagt, sehr viel mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht darüber verraten. Ich muss gestehen, dass mir das Buch mittlerweile nicht mehr ganz so gut gefällt wie am Anfang. Es ist immer noch in Ordnung, aber man merkt an einigen Stellen, dass Delphine de Vigan es sich doch etwas zu leicht oder zu bequem macht. Es passt manches einfach so unglaublich gut. Und bei manchen Dingen frage ich mich auch ein kleines bisschen, ob ich das wirklich so hundertprozentig abkaufen kann, aber ich sehe erst einmal darüber hinweg. Ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, wie es weitergeht. Jetzt werde ich erstmal essen. Ich habe schon wieder Hunger, aber das Gute ist, dass ich nicht kochen muss. Ich habe noch Reste von heute Mittag. Ich bin eingeschlafen nach dem Essen und nicht nur für 10 Minuten. Ich war scheinbar doch fertiger, als ich dachte, aber jetzt fühle ich mich eigentlich ziemlich fit. Und vor allen Dingen habe ich Lust zu lesen. Allerdings habe ich gerade nicht so viel Lust auf Nu und ich. Ich würde lieber was anderes lesen. Wir können ja mal gemeinsam gucken, was als nächstes dran kommt. Wenn ihr meine Bücherregaltour gesehen habt, dann wisst ihr, dass meine ungelesenen Romane in dem schmalen Regal ganz links und auch hier in den letzten zwei Fächern außen rechts. Das hat sich jetzt geändert. Ich war nicht so ganz glücklich mit dieser Lösung. Und habe seit nicht allzu langer Zeit, seit Anfang der Woche, jetzt ein weiteres Bücherregal. Ein kleineres und schmaleres. Es steht nicht im Wohnzimmer, sondern im Schlafzimmer. Hinter der Tür zwar. Aber ich muss sagen, ich mag es ganz gerne, Bücher zu sehen, wenn ich morgens aufwache. Hier ist es. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes lesen können. Oh, ich glaube, jetzt da es ja auch schon spät geworden ist, passt dieses Buch ganz gut. Gästebuch, Gespenstergeschichten von Leanne Shepton. Warum, zeige ich euch gleich. Moment, es sind nämlich nicht normale Gespenstergeschichten, sondern es ist ein Mixed-Media-Buch mit Fotos, Zeichnungen, Porträts und so weiter. Und darum herum, vermute ich, werden die Geschichten geschrieben. Und das kann auch ziemlich gruselig sein. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt schon einiges gelesen und betrachtet in diesem Buch. Und bisher gefällt mir das meiste zumindest sehr gut. Auf den ersten 4 Fotos beispielsweise in diesem Buch sehen wir Bilder von Gespenstern. Es gibt jeweils immer eine kurze Information, was sie so ausmacht und wie sie den Menschen bzw. ihr, der einen Person, erscheinen. Interessanterweise finde ich es noch gruseliger, dass wir nichts über die Frau erfahren, der diese Geister erscheinen. Es gibt natürlich auch Geschichten, die weniger schaurig sind oder die ich etwas weniger atmosphärisch fand. Ich bin aber auch noch nicht durch und es bleibt letztlich natürlich auch nicht aus bei einer Sammlung. Aber ich muss sagen, dass es mir bisher sehr viel Spaß macht. Mir gefällt die Kombination mit dem Visuellen sehr gut und auch, dass die Autorin hier vieles nicht einmal andeutet, sondern wirklich gar nicht erst erwähnt und damit die Fantasie des Lesers anregt, was natürlich noch schauriger werden kann. Bei mir zumindest funktioniert es. Und ich glaube, das war es für mich heute. Ich glaube nicht, dass ich noch sehr viel lesen werde und wenn, dann im Bett. Ich habe zwar vorhin eine ordentliche Runde geschlafen, aber ich brauche richtigen Schlaf in meinem Bett. Und deswegen glaube ich,
schließe ich das an dieser Stelle einfach ab. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie lang das wird oder wie das überhaupt wird. Das ist ja das erste Mal, dass ich etwas in dieser Art filme. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr mir euer Feedback geben möchtet. Ich würde gerne irgendwann noch einmal etwas rumexperimentieren und noch hier und da ein bisschen was ausprobieren und dann einfach mal schauen, ob uns das so gefällt. Und ja, damit wünsche ich euch eine gute Nacht, hätte ich fast gesagt. Schöne Lesestunden und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao!